Ja, liebe Eltern und liebe Schülerinnen und Schüler der jetzigen vierten Klassen, mein Name ist Bastian Liebold und ich bin stellvertretender Schulleiter hier am PMG. In diesem Jahr ist alles anders. Normalerweise würden wir Sie und euch zu uns in die Schule einladen, euch, liebe Schüler, zu Schnupperunterrichten und Sie, liebe Eltern, zu einer Elterninfoveranstaltung. So haben wir es in den letzten Jahren gemacht. Beides ist natürlich gerade in der Form nicht möglich und daher haben wir uns am PMG für digitale Ersatzformate entschieden. Ja, euch, liebe Schülerinnen und Schüler, laden wir zu 3 kurzen Online-Schnupperunterrichten ein. Die finden am Donnerstag, dem 11. Februar um 15 Uhr statt. Wenn deine Eltern dich auf unserer Webseite online zum Schnupperunterricht angemeldet haben, dann schicken wir Ihnen bald eine E-Mail, die einen Link zu einem Videokonferenzraum enthält. Und zu Unterrichtsbeginn, also am 11. Februar um kurz vor 15 Uhr, klickt ihr einfach auf den Link und schon geht es los. Ja, um bei den Schnupperunterrichten dabei zu sein, benötigt ihr zu Hause einen Computer mit Mikrofon und Kamera oder ein Tablet und natürlich eine Internetverbindung. Mit dem Handy würde es auch klappen. Ja, in den Videokonferenzräumen erwarten euch dann ungefähr ab 14.50 Uhr 2 Schüler, die bereits bei uns an der Schule sind. Das sind eure Schülerpaten, die euch Fragen beantworten und während der gesamten Zeit der Schnupperunterrichte euch begleiten. Falls aus irgendeinem Grund ein technisches Problem auftauchen sollte, dann finden deine Eltern und du auf der Webseite des Infotags eine Telefonnummer zu einer Erste-Hilfe-Hotline. Dort sind Schülerinnen und Schüler, die euch, wenn es Probleme geben sollte, helfen können. Aber keine Angst, falls deine Teilnahme an den Schnupperunterrichten wegen zum Beispiel einer schwachen Internetverbindung zu Hause gar nicht klappen sollte, ist es auch kein Beinbruch. Denn es gibt ja noch einen zweiten Teil des Infotags, zu dem ich auch gleich noch etwas sagen werde. Ja, vielleicht wäre es gut, wenn Sie, liebe Eltern, Ihr Kind während des Online-Schnupperunterrichts begleiten und an der einen oder anderen Stelle unterstützen könnten. Zum Abschluss der Schnupperunterrichte zeigen wir euch noch eine kurze Andacht. Wie die abläuft, erklären euch aber eure Schülerpaten. Wir finden es richtig mutig von dir, wenn du an den Schnupperunterrichten teilnehmen willst und wir freuen uns jetzt schon, dich bald kennenzulernen. Im Anschluss an die Schnupperunterrichte haben wir um 16.15 Uhr eine Live-Übertragung über YouTube geplant. Ungefähr 30 Minuten wird es dauern. In der Zeit möchten wir Ihnen, liebe Eltern, und auch euch, liebe Schülerinnen und Schüler, unsere Schule vorstellen und am Ende Raum für Fragen geben. Es ist eine besondere Zeit, die wir alle gerade erleben. Aber wir alle hoffen, sehr bald wieder ein Stück schulische Normalität erleben zu dürfen. In jedem Fall würden wir uns sehr freuen, Sie und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, zu unserem Infotag am 11. Februar begrüßen zu dürfen. Bis bald und alles Gute.